Hier, Falke 429, erbitte Landeerlaubnis. Ich wiederhole, Falke 429, erbitte Landeerlaubnis. Autorisierung erfolgt. Landeerlaubnis genehmigt. Bitte in A3 landen. Okay, wir haben zwei Pakete für euch. Ah, war das eine anstrengende Reise? Oh ja, ich hab richtig was auf dem Buckel. Ach, bin froh, dass ich endlich mal wieder die Beine vertreten kann, ey. Mensch, jetzt erstmal auf die Toilette hier. Hast du keine Blockers? So, also ich habe jetzt deine kinetischen Rückdämpfer so verstärkt, du solltest jetzt, egal aus welcher Höhe, keinen Fallschaden mehr erleiden. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich sag's dir, wenn da was falsch ist, ich knall dich um. Versuch's mal, beweg dich mal. Okay, dann, ich glaube, die sind ein bisschen zu hoch eingestellt. Proximity alert. Was? Ja, ich bring dich um! Oder Proximity alert. Moment, was? Was? Tod? Verderben? Gedärme? Fischstäbchen? Los! Schnell, schnell, schnell! Ach, das war das erste Ton? Nein, nicht ganz. Endlich gibt's mal Action! Ah, ich bin zu langsam! Nehmt mich mit! Lass ihn zurück! Was ist doch hier schon los? Was ist denn los? Irgendwas hat... Der Suchwerfer hat irgendwas... der Suchlauf hat irgendwas gefunden. Gebt mir auch was zum kaputt machen, ich will auch! Habt ihr was auf euren Schirmen? Proximity Alert. Leute, ich glaube da hinten ist irgendwas. Sieht wie ein Schiff aus. Ich glaube, ich sollte mal tief ins Scan durchlaufen lassen. Kleines Schiff gesichtet beim Asteroiden. Proximity Alert. Ja, damit man das feststellt, was da ist, lassen wir wirklich diesen tiefen Scan durchlaufen. Können wir dabei, wo ist die KI? Alarm ausschalten? KI, komm mal her. Wo ist unser Periskopraum? Du Drecksding. So. Bitte pinkeln Sie mich nicht an. Dann mach, was ich will. Hast du verstanden? Okay, verstanden, Leute, ja. Ich scanne jetzt. Lass den Scan laufen. Gut. Genau das. Alarm aus und Scan laufen lassen. Verstanden. Gut, sehr schön. So. Gut, dann lassen wir das mal durch. Ich bemanne schon mal die Waffenstation. Das klingt nach Spaß. Oh, verdammt, falscher Raum. Moment mal, was ist denn hier los? Rote Punkte? Nein. Oh nein. Boss! Dell, kommst du her? Was ist los? Wir wurden gerade entdeckt. Sie haben uns gesehen. Sie haben uns gefunden. Wer von euch Idioten hat das Tarnfeld ausgestellt? Nee, eigentlich ist das ein. Wer war das? Was ist passiert? Haben wir irgendwelche Neuen bekommen? Ja, zwei neue, Sir. Hat die keiner eingewiesen? Wir haben nicht, doch dass ich wüsste, das Pamphlet erstellt, damit die alle wissen, was zu tun. Das, soweit ich weiß, wurden die beiden nicht eingewiesen. Immer diese neuen. Alle Mann in die Schiefe! Okay, das Tiefenscan läuft. Okay. Leute. Auf diesen Asteroiden ist was ganz seltsames, das sind Wärmesignaturen, die schwärmen wie ein Bienenschwarm. Ich glaube, da ist irgendwas. Lass du das mal vergrößern? Moment. Ja. Tod? Lebenszeichen. Aber das sind keine natürlichen Wesen, oder? Also doch, das sind das sind menschliche Signaturen. Dann können wir sie töten. Wo ist denn unser Bunkerbuster? Ich habe ihn. Ich hab ihn dabei. Leute. Hier ist der Bunkerbuster. Okay. Aber Moment, halt. Wir können sie doch nicht einfach abschießen. Wir wissen doch gar nicht, wer das ist.
Leute, die haben ja, die haben kleine Schiffe gestartet. Oh, shit. Antikanonen! Zu Antikanonen! Um das Schauspiel zu zitieren. Erst schießen, dann fragen! Jawohl! Alarmstufe rot! Los, los, los! Dann wollen wir mal. Schnappen wir sie uns. Ja, los! Auf sie mit Gebrüll und Antikanonen! Ich würde mal sagen, Feuer frei, oder? Feuer! Feuer! Da hinten kommen sie! Ziele! Ausgemacht! Kanonen, Feuer! Jetzt wird's witzig! Feuer frei! Das hab ich ja! Jawohl, ich hab einen! Halt die Schüsse! Okay. Jetzt kommt noch eine Achtung von hinten. So, ich glaube, wir haben alle, oder? Boah, hey, super Ding, Leute. Ich muss schon sagen, also unsere Geschütze sind, machen echt was her. Ja. War gut, dass wir das Ding ausgebaut haben. Find und wie war eure Quote? Ich finde mich so richtig großartig. Das Einzige, was ich vermisse, ist der Geruch von Schwarzpulver. Das habe ich auf der Erde geliebt am Ende der großen Gefechte. Also ja, ich weiß, ja. Zumindest Schützengraben liegen und schön den Rauch lichten sehen und diesen Gestank von Verwesung und Leichen. Nein. Und wisst ihr noch das letzte Mal, als wir auf einem Planeten waren und Silvester hatten, das ganze Schwarzpulver in der Luft? Achso, das meinst du. Das ja, das ist auch toll. Das ist schon eine Aber Weile wisst ihr, was her, das ja. bedeutet? Hm? Die sind definitiv nicht freundlich. Das stimmt. Weißt du, was das bedeutet? Spaß! Ja, das Beste ist jetzt Gegenschlag. Das wird ein Spaß. Kommt hier nur hier. Ich glaube, ich muss mehr Raketentreibstoff brauchen. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Benny, ich habe das Rezept für hohe Explosivmunition für eine unserer Kanonen. Benny, pack den Treibstoff und füll mit denen in Thermoskannen. Ich habe da eine Idee. Ich brauche einen Druckbehälter, einen versprühten Nebler und einen den Brenner habe ich noch. Oh, wie war das nochmal mit der Genfer-Konvention und Flammenwerfern? Ach, da bringt hier schon keiner mit. Ich würde nicht sagen, dass das hier im Weltall stört. Aber ich muss schon sagen, das war jetzt mein erster Außeneinsatz und ich will das nicht mehr. Das ist so viel Explosion. Das ist doch das Spaß. Ist doch gerade das Schöne daran. Unser armer Sanitäter. Aber diese ganzen Menschenleben, wir haben Menschenleben ausgelöscht. Ach, hier, komm hier, lass dich kühlen. Sanitäter, wo ist der Defibrillator? Das wird sowas von witzig. Ich meine, das ganze Bumm und das Piu, 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 Piu. Ach, das war ein Spaß. Ja. Baut ihm eben irgendein Drecksenergieschild zusammen, dann fühlt er sich sicher, dann kann er uns noch zusammenflicken, wenn was ist. Steven? Ja? Ich brauche deine Arbeit auch noch. Und auch deine, Markus. Ja, für? Und zwar, Benny? Ne? Du füllst das bombigste Gemisch, was du machen kannst, also das explosivste, in Thermoskannen. Steven? Hm? Du baust mir ein kleines, du und ich werden, was Nettes zusammenbauen für den Flieger, um den Gegenschlag zu machen. Alles klar. Und STC, beziehungsweise, Entschuldigung, Markus, wir bauen das Ding. Oh ja, ich werde das Teil im Kopf. Und dann werde ich den da hinten, den werde ich ein Loch reinsetzen, das sie so lange nicht mehr vergessen. Ey, und im besten Fall gehen wir dann auch an Bord. Bitte die Waffe wegziehen, nicht hier auf der Brücke. Entschuldigung. Du viel Glas. Spar dir deine Wut für unsere Gegner auf, aber ich bin ehrlich gesagt auch krantig auf die. Ich hätte da noch so eine Anmerkung. Ja? Wenn ihr einen Bomber bastelt, dann solltet ihr auch ein Schwerkraftsfeld einbauen, das die Bomben nach unten befördert. Nicht so wie beim letzten Mal, ja? Wir machen das torpedomäßig. Und Steven? Ja. Reparier meinen Anzug. Da kümmere ich mich drum, aber ich muss dann mein Werkzeug erstmal wiederholen. Ich habe den jetzt vor Panik das alles im Raum gelassen. Und nächstes Mal bei Space Engineers.
knie nieder und bete.